Ja, willkommen zu einem Review der ganz besonderen Art, denn diesmal gibt es eine eigene App, und zwar die von Heretics Blog. Und wir starten sie gleich und zeige euch mal das Wichtigste. Normal, wenn es startet, kommt natürlich der Startbildschirm, aber ich gehe gleich mal auf die SKS2-Sektion. Denn hier ist das Wichtigste vermutlich für euch auf jeden Fall. Und zwar haben wir hier einmal Kernels zur Auswahl. Da tippen wir mal drauf. Dann kommen hier drei Auswahlfelder. Momentan ist hier zu finden der SIA, Torahawk und Fluxy-Kernel. Ja, das werde ich erweitern, sobald da brisante Kernels noch weiter auftauchen oder ihr mir Empfehlungen schreibt. Auf jeden Fall können wir hier auf Downloads klicken. Dann kommen wir direkt zu dem ZIP-Download, Flashbar per Recovery. Also runterladen, in Recovery starten und das Ganze flashen. Dazu passend noch ein How-to-Install-Kernel, steht das dann auch nochmal. Und das haben wir hier für alle drei Kernels eben der Download. Und wir haben hier außerdem ROMs. Da können wir jetzt auswählen, CyanogenMod zum Beispiel. Beschreibung, eine kurze Erklärung zur ROM. Und hier dann wieder der Download-Button. Dann kommen wir hier bei den ROMs auf eine Dropbox-Seite. Da sind dann diese ROMs zur Auswahl. Hier haben wir einmal noch die Odin-Version, Google Apps und Google Play als APK noch einzeln und dann eben immer die neueste CyanogenMod 9-Version. Das Ganze für alle drei ROMs hier: CyanogenMod, Zakashi und MIUI. Außerdem haben wir bei CyanogenMod noch als Auswahl Themes. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das öffnet so. Und ja, da sind schon ziemlich viele drin, deswegen. Wir haben hier einmal kostenpflichtig, das folgt noch, da ist noch nichts drin. Aber hier unter den kostenlosen ist einiges an Themes schon vorhanden. Ich gehe mal runter und klicke mal zum Beispiel auf Nate Mods Red. Und auch hier werdet ihr dann direkt weitergeleitet auf eine Dropbox-Seite mit allen Gratis-Themes in der Übersicht nochmal aufgelistet, alphabetisch. Also gehe ich runter und hier haben wir dann Nate Mods Red. Klicke ich mal drauf. Und dann eben Dropbox sollte eben bekannt sein. Download, installieren und fertig. Wie das dann einzustellen geht, da habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Einfach mal suchen in meinem Kanal. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch einen Screenshot zu jedem Theme. Hier, dieser zum Beispiel eben von Nate Mods Red. Dann können wir schließen. Und ja, wie ihr schon seht, eben die Farben, der Namen schon mal ein bisschen vorausgewählt, dass ihr seht, um was für eine Farbe sich bei dem Theme handelt. Außerdem haben wir hier dann noch zurück auf SGS2 Section ein Glossar, wo die wichtigsten Flash-Begriffe der Android-Welt erklärt werden. Ich gehe zum Beispiel mal auf Radio, dann wird hier erklärt, was ein Radio ist. Da haben wir auch ein paar schon eingetragen. Dann außerdem noch passend zum How-to-Install-Kernel natürlich eben hier das How-to-Update-ROM. Also hier, wie ihr jetzt zum Beispiel eben diese drei ROMs updatet, falls ihr die schon installiert habt, solltet ihr die nicht installiert haben und ihr wechselt frisch auf irgendeine dieser ROMs, ist hier ein How-to-Install. Etwas ausführlicheres, das benötigt dann wieder Internet. Einmal per Recovery, das ist da am Start. Ja, für den, der es nicht wissen sollte, was den Eingefleischten wahrscheinlich weniger passiert als den Anfängern. So, habe ich was vergessen? Nein, das war's. Okay, ich gehe mal weiter hier noch kurz. Das ist jetzt mal eher dann das Uninteressante, vermutlich. Auf jeden Fall haben wir hier noch im Raum. Da ist Raum für Support sozusagen. Also hier kann man einen Nick eingeben und eine Message und dann auf Senden klicken. Dann kommt hier unten eben so ein kleiner Chat. Da kann ich etwas Support bieten, ab und zu mal oder beziehungsweise schneller wie auf jeden Fall auf der Seite direkt oder so. Haben wir hier außerdem noch Apps zur Auswahl. Da habe ich ein paar kleine Apps programmiert. Einmal natürlich die App an sich. Ihr könnt da Changelogs angucken. Für die Heretics Blog App oder eben hier draufklicken, dann downloaden auf den Namen der App. Oder hier auch QR-Code habe ich mal was gebastelt.
Da könnt ihr QR-Codes scannen. Solltet ihr Barcode-Scanner installiert haben, das können wir hier checken. Ich habe es schon installiert. Falls nicht, werdet ihr direkt weitergeleitet in den Store. Das ist ein gratis Barcode-Scanner und QR-Scanner. Also hier können wir dann scannen und außerdem noch also Aktion scannen. Das bewirkt jetzt, wenn ein Link hinterlegt ist, dann werdet ihr direkt auf die Seite verlinkt, und bei Text scannen, dann wird unten in diesem weißen Fenster eben der Text angezeigt. Da könnt ihr auch dann selber welche erstellen, wenn ihr hier einen Text reinschreibt. Hallo zum Beispiel. Und ihr klickt dann auf Generate, dann wird sich ein QR-Code generieren mit Hallo im Hintergrund. Der kann dann per Text scannen gescannt werden, und dann steht hier schließlich auch Hallo drin. Kann man wieder entschlüsseln dann die Nachricht quasi, oder eben den Link erstmal anzeigen lassen. Was weiß ich, was man damit alles machen kann. Auf jeden Fall gibt es hier dann unter Apps auch noch den Listmaker. Habe ich schon mal einen Eintrag gemacht. Ich kann noch mal einen hinzufügen. Habe ich hier zum Beispiel eine Einkaufsliste einfach oder sowas, ne? Kann ich wieder löschen. Okay. Und schlussendlich noch den Startbildschirm. Haben wir dann ein paar Links, so brisanten Heretics-Blog-Links, sage ich jetzt einfach mal, Google-Account, Twitter-Account, und außerdem noch hier unten Updates. Da schreibe ich dann immer, das ist schon ein bisschen veraltet, das lösche ich gleich. Da kommen dann immer die aktuellsten Updates raus. Immer wenn ihr die App startet, seht ihr also hier, was aktualisiert wurde. Auch ein paar Apps schreibe ich da manchmal rein, wichtige Apps. Und hier noch den RSS-Feed, da könnt ihr dann ein paar News abfragen, Android News zum Beispiel. Also Überschriften halt, also nichts Detailgenaues und Explizites, sondern halt nur die Headlines sozusagen. Ja, das war's zu meiner bzw. unserer App. Ich hoffe, sie gefällt euch. Schreibt Kommentare und Beiträge und Feedback und was weiß ich, was ich noch ändern sollte und hinzufügen kann oder was weiß ich. Da fällt euch sicherlich mehr ein insgesamt wie mir. Deswegen, ich denke, das Wichtigste ist für die meisten diese SGS2-Section mit dem übersichtlichen Download und Changelog-Bereich, und ja, ich hoffe, euch gefällt's und ihr probiert's mal aus.